Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehack Show auf dem DNX Podcast. Und ich habe mir heute wieder einen ganz, ganz spannenden Gast an den Start geholt, über den ich mich jedes Mal wieder aufs Neue freue und der mich auch selber persönlich total inspiriert, gerade durch seine Energy. Seine Mission ist es, bis zum Jahr 2021 eine Million junge Menschen auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Dafür arbeitet er so hart und nonstop, dass ich mich frage, was ist das Geheimnis für diese unglaubliche Energie? Herzlich willkommen auf diesem Podcast, mein lieber Robert Gnaditz. Yeah, Markus, es ist jedes Mal eine Freude mit dir. Ich freue mich hart auf die nächsten Minuten. Ja, wieso ausgerechnet bis zum Jahr 2021? Das fragen so viele Leute und ich habe eigentlich immer keine schlaue Antwort. Ich dachte mir, ich muss irgendwie mir eine Geschichte zu 2021 ausdenken, aber eigentlich geht es mir gar nicht so sehr um das Jahr, sondern das ist quasi letztes Jahr aufgekommen, 2016, als ich auch die erste APC gestartet habe und so viel von dem, was jetzt gerade ist, ins Rollen gekommen ist. Und dann dachte ich so, boah, ey, irgendwie würde mir gerade gut tun, so ein bisschen so ein Leitstern für die nächsten 5 Jahre zu haben. Und das war dann halt einfach 2021. Jetzt ist ein Jahr später, sind auf einem ganz guten Weg und jetzt sind es noch 4 Jahre quasi. Genau. Also es gibt nicht die fancy Story, warum 2021. Da hatte ich mich gefragt, ob da irgendwelche Illuminaten hinterstecken oder versteckte Nachrichten. Nee. Und woher kommt deine Energie? Wenn ich dich sehe, also wenn ich mein Facebook anmache, wenn ich YouTube anmache, wenn ich Instagram anmache, egal auf welchem Kanal, Robert Gnaditz und APC, ihr seid omnipräsent und dann auch immer so state of the art. Wenn irgendein neues Feature rauskommt bei Instagram Live, wo die Leute sich mit Kamera einschalten können, dann heißt es so, das testen wir direkt aus. Und du bist wirklich so der Man to go, glaube ich, wenn ich Fragen habe zu Social Media und zu neuen Features und welche Kanäle am besten laufen oder wie man wahrscheinlich Content auch auf mehrere Kanäle verteilt. Was ist das Geheimnis? Wo kommt das her? Wie hast du das so sage ich mal, perfektioniert nach außen? Nach innen ist wahrscheinlich noch viel anders als so, wie es immer scheint. Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es ist ein Stück weit irgendwie so eine Mischung aus auf der einen Seite irgendwie Begeisterung für die Sache. Also ich wache morgens auf und denke mir so, irgendwie, das ist direkt für mich so, okay, Modus, was können wir heute erschaffen? Was können wir heute kreieren? Irgendwie so ein bisschen wie früher, mein Lieblingshobby früher war Lego bauen. So. Und dann war ich so, okay, morgens aufgewacht, alles klar, was bauen wir heute? Piratenschiff, Ritterburg. Und jetzt ist es halt ein anderes Thema, aber irgendwie noch der gleiche Spirit, der dahinter steckt, so dieser Neugierde zu folgen und einfach sich zu fragen, okay, was würde ich gerne heute erschaffen? So. Und ich glaube, da kommt eine Menge Energie her, auf der anderen Seite aber auch, und da bist du ja auch ein riesen Vorreiter, so, sich halt einfach um unsere beste Ressource, um unseren Körper ein Stück weit zu kümmern. Denn letztendlich, wie sollen wir ein gutes Energielevel haben, wenn wir den ganzen Tag irgendwelchen Crap in uns hineinstopfen? So, ich habe jetzt 2011 habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren, die ersten 3,5 Jahre Rohkost, und das hat einfach einen heftigen Shift gemacht. So, und da bin ich nach wie vor mega dankbar, dass ich das damals gemacht habe, weil es ist halt für mich einfach wie so ein innerhalb von 3 Tagen habe ich direkt einen krassen Energieboost gemerkt. Da habe ich gesagt, okay, da bleibe ich irgendwie weiter dran. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, denn ich glaube, wir können so viel Begeisterung haben, so viel wir wollen, Mindset, alles und so. Wenn wir halt nicht gut für uns sorgen und unseren Körper mit tollen Dingen versorgen, dann wird's auch da schwierig. Also ich glaube, die Kombi aus den Punkten macht so, und dann vielleicht noch so ein Stück weit dieser Gedanke von Momentum. Ich glaube, Dinge brauchen halt auch Zeit, und wenn du halt über 3, 4, 5 Jahre jeden Tag irgendwie eine gewisse Anzahl an Schritten gehst, dann ist es irgendwann leichter weiterzumachen als aufzuhören, und dann kommst du da in so ein krasses Momentum rein, wo du dann recht easy so diese Welle von ich gehe weiter Schritte ganz gut weiterreiten kannst. Hast du denn für dich auch feste Rituale oder Zeiten, wo du mal nicht online bist und nicht in Social Media gehst? Ja, ab 15. Dezember. Wir sind jetzt halt all in, heiße Phase, Awesome People Conference. Ab 25.11. strahlen wir die Interviews aus, und dann haben wir quasi bis Mitte Dezember ist hier Full Action, und dann aber Mitte Dezember bin ich komplett raus aus allem, beantworte keine Kommentare, keine E-Mails, mach keinen Content und so, sondern fahre ein bisschen runter, werde gemeinsam mit meiner Freundin aller Voraussicht nach Gran Canaria fliegen für 3 Wochen, und wenn dann über Weihnachten, über Silvester
Viel entspannen, ein bisschen Bücher lesen, ein bisschen ausschlafen und einfach so das ganze Jahr Revue passieren lassen, weil dieses Jahr so, schon wieder so viel Krankes passiert ist, ja, wo ich einfach jetzt, auch jetzt gerade, wir waren gerade 7 Wochen halt on Tour, haben 29 Interviews geführt, hatten halt echt krasse Leute dabei, die ich auch vorher noch nicht kannte, die mich hart geflasht haben. Baha Yilmaz, bestes Beispiel, kennst du ja auch, habt ihr auch nächstes Jahr bei der APC dabei, super krasse Frau, Jeffrey genauso und auch noch viele weitere. Dirk Kräuter fand ich sehr krass, Thaddeus Koroma fand ich sehr, sehr krass und halt einfach so viele Eindrücke, wo ich jetzt denke, boah, am liebsten würde ich gerade mal so Pause-Taste, ich schließe mich gerade 7 Tage in den Keller ein, ordne erstmal alles für mich und mach dann weiter, aber wir sind halt jetzt mitten im Prozess, so deswegen wird das jetzt auf Mitte Dezember verschoben und dann bin ich erstmal für die nächsten 2-3 Wochen so unplugged. Ja, du hast gerade einmal droppen lassen, APC-Interviews aufgenommen. Vielleicht holst du mal die Leute ab, die noch nie was von APC gehört haben. Du bist der Creator quasi von diesem ganzen Awesome People Movement, kann man es ja mittlerweile nennen. Ihr habt ja total viele verschiedene Projekte und jetzt gerade steckst du mitten in deiner dritten Konferenz dazu. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Sehr, sehr gerne. Wir hatten letztes Jahr im Mai sind wir damit gestartet. Da kam so, oder beziehungsweise Anfang des Jahres kam bei mir die Idee auf und ich dachte mir, Letztes Jahr erst. Es fühlt sich schon ewig an, ne? Anfang 2016 so saß ich da und dachte mir, ich bin ein Fan von irgendwie authentisch auf Social Media so den ganzen Prozess sharen. Damals habe ich auch noch die Daily Vlogs gemacht und habe halt wirklich jeden Tag YouTube-Videos rausgeballert und meine ganzen Gedanken ins Internet gestellt. Und das machen halt nicht alle so. Und ich dachte mir, es gibt so viele Leute da draußen, die eine richtig krasse Story haben, die richtig viele Learnings haben, die richtig wertvolle Strategien in sich haben, aber die halt nicht jeden Tag über Social Media das alles raus und wir gar nicht genau wissen, was sind denn bei den Menschen genau deren Erfolgsgeheimnisse und so weiter. Und dachte ich mir, ey, ich würde die gerne interviewen. Ich würde gerne das so rausziehen, so aufs Silbertablett packen und dass jeder einfach weiß so, boah, ey, worauf kommt's an? Was sind die wichtigen Dinge am Anfang? Und ich will so eine Konferenz machen. Und Markus und ihr beide wart ja auch schon bei der ersten Konferenz dabei, bei der zweiten Konferenz dabei. Da sind wir eine Deutschlandtour gemacht und rumgereist und haben Events veranstaltet und haben halt all diese Leute interviewt, haben halt echt ein tolles Feedback bekommen. Und dann war eigentlich es ein No-Brainer, irgendwie jetzt dieses Jahr die dritte Konferenz zu machen. Und haben natürlich irgendwie in jeder Ebene nochmal einige Schippen draufgelegt, sehr, sehr viele krasse Leute dabei, in Sachen Technik nochmal eine Schippe drauf und dementsprechend, genau, bin ich ausgesprochen vorfreudig jetzt am 25.11. werden die alle ausgestrahlt, man kann sich kostenlos vom 25.11. bis zum 3.12. all die Interviews anschauen, jedes kann man für 24 Stunden for free gucken und kann dann sagen, ey, finde ich geil, ich möchte mir die Aufzeichnung kaufen oder kann sagen, ey, ich habe nur die paar, die mich jetzt interessiert und ist auch wieder gut und dementsprechend, genau, da sind wir jetzt gerade paar Tage vorher und ich bin ausgesprochen vorfreudig, das jetzt rauszugeben, weil ich weiß, wir haben dieses Jahr da echt ein paar richtige Schätze einsammeln dürfen. Echt richtig krass. Also das Konzept ist, ihr macht Live-Events mit richtig viel Aufwand, verschiedenen Kameras-Perspektiven, wirklich State of the Art. Das könnt ihr schon mal so als Konferenz an sich durchgehen und nachträglich ladet ihr aber alle Leute for free ein, das nochmal als Video-Modul oder als Video online im Rahmen von der Online-Konferenz zu sehen, oder? Genau, so ist der Plan. Wir haben jetzt 16 Events veranstaltet, haben halt die ganzen Interviews geführt, einmal quer durch Deutschland unterwegs, waren auch in Italien am Gardasee und haben da schöne Interviews geführt und genau die halt alle aufgezeichnet und weil wir halt sagen wollen, okay, ich liebe dieses Eventformat irgendwie, du kannst das bestätigen, so irgendwie, wenn du es schaffst, so einen ganzen Tag mit einer Menge an Leuten einfach eine geile Energie zu erschaffen, das ist halt wirklich, das kannst du halt nicht online machen, so kannst halt machen, was du willst, so, aber so eine Energie irgendwie ist halt schwer aufzubringen, dementsprechend finde ich das ein Riesenformat, allerdings will ich halt auch, dass Menschen zugänglich machen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, so irgendwie an dem Samstag nach Berlin gefahren zu kommen, um ihre Leute zu sehen, die sie sehen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir zeichnen das auf, packen das ins Internet, jeder kann das anschauen. Wir hatten jetzt letztes Jahr bei der APC 2 hatten wir 11.000 Leute, die da online zugeschaut haben und haben uns natürlich noch ein paar mehr vorgenommen und deswegen ist halt da einfach ein Riesending irgendwie, dass dann diese Kombi aus Online und Offline finde ich halt so, so wertvoll, weil du auf der einen Seite hast du die Reichweite, kannst ganz viele Menschen erreichen, ganz viele Menschen bewegen und auf der anderen Seite in den Events hast du halt wirklich die tiefe Connection und da macht es für mich die Kombi aus beidem einfach ein sehr, 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 sehr wertvolles Modell. Krass, Leute, ich hau den Link auf jeden Fall in die Shownotes rein. Die Folge wird vor dem 25.11. live gehen, das heißt, ihr werdet kein einziges Interview verpassen und ja, wir waren selber schon zweimal dabei, Feli und ich, und ich kann es nur empfehlen. Das ist echt so viel Mehrwert im Rahmen von einer Konferenz, die dann online stattfindet, also on demand zum Gucken quasi und das noch for free. Also was Besseres gibt's gerade nicht.
Alter, geil, danke für deine Worte. Ich freue mich. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt schon selbstständig unterwegs? Ziemlich genau 4 Jahre jetzt. Ich habe Anfang November 2013 bin ich gestartet mit dem ersten Business. Und das war damals noch das Rohkost einmal eins, was du ja dann wirklich hast liegen lassen für eine größere Mission oder für ja was Größeres, was dann auch noch mehr mit dir vibriert und connected hat. Hattest du zum Start irgendwelche Rücklagen oder hast du das alles geself-funded und gebootstrapped? Du meinst, als ich damals mit dem Rohkost einmal gestartet bin oder als ich den Shift gemacht habe? Sowohl als auch. Als ich damals angefangen habe, war ich, boah, gute Frage, also nicht nennenswert irgendwie, vielleicht hatte ich 2000 Euro auf dem Konto oder sowas, aber ich habe halt damals, also ich habe 2000, war das 11 oder 12, habe ich mein Studium aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, das ist nicht die Richtung, in die ich gehen will, und hatte aber noch keinen Plan, was stattdessen kommen soll, und habe dann einfach erstmal... Was hast du studiert? Sportmanagement, ist auch ganz cool eigentlich so, wenn ich mal studieren würde, wäre das jetzt nicht das Verkehrteste so, aber generell so dieses Modell von Uni war einfach nichts für mich, und habe halt in der ganzen Zeit irgendwie erstens halt die Ernährungsumstellung gehabt, das hat einen krassen Shift gemacht, dann habe ich viel mich mit diesen Persönlichkeitsentwicklungs-Business-Themen, so Tim Ferriss 4-Stunden-Woche, wie bei sau vielen, einfach so der Gate-Opener gewesen. Und dann habe ich einfach gemerkt, boah, ich möchte irgendwie auch was Eigenes starten, habe noch keinen Plan was, und dann ist es, das ist für mich so echt der Tipp, den ich halt einfach jedem gebe, der da gerne selbstständig was machen möchte, aber noch nicht weiß was: Fahrt eure Lebenshaltungskosten so weit wie möglich runter, sucht euch einen Job, wo ihr möglichst wenig arbeiten müsst, und um halt einfach möglichst viel Zeitressourcen zu haben. Ich habe mich dann entschieden, ich gebe Nachhilfe für Kids. Ich mache mit denen Englischhausaufgaben, Mathehausaufgaben und arbeite halt immer nur nachmittags, weil vormittags gehen die in die Schule, und habe halt quasi den ganzen Vormittag immer für mich so halt zum Lesen, zum Lernen, zum Ausprobieren, und das war halt super wertvoll so. Das heißt, ich würde vielleicht nicht unbedingt direkt den krassen Cut machen von, okay, ich habe einen Job und lass den sein und werde jetzt selbstständig, sondern vielleicht erstmal kann man das irgendwie runterfahren, vielleicht kann man ein bisschen die Lebenshaltungskosten minimieren, um da eine Transition zu machen und sich erstmal möglichst viel Zeit freizuschaufen. So, das war so meine Intention damals. Ja, super gutes Takeaway. Die meisten überlegen immer, wie sie noch mehr Geld verdienen können, um ihr Leben zu finanzieren und bestreiten zu können. Dabei ist eigentlich der viel einfachere Hebel, wenn du einfach mal überprüfst, so, wofür gebe ich den ganzen Monat Geld aus? Habe ich vielleicht noch Versicherungen? Kann ich in eine WG ziehen? Brauche ich mein Auto? Brauche ich wirklich das Pay-TV-Abo? Also all die Dinge, die summieren sich dann zu ein paar hundert Euro pro Monat, die man dann nicht mehr verdienen muss, sondern in der eingesparten Zeit kann man dann, wie du eben schon gesagt hast, das zum Lesen, zum Aufbau von deinem eigenen Business und zu ja wirklich wichtigen Sachen verwenden, die dann später, die jetzt schon in dein Business einzahlen, was dich dann später selbstständig am Tragen hält. Absolut. Und was für mich auch, klar, jetzt passiert sehr, sehr viel. Wir sind jetzt auch hier zur APC, haben jetzt echt das sind natürlich viele auch jetzt temporär, aber gerade irgendwie ein krasses Team, sind jetzt 14 Leute, die an dem Projekt mitarbeiten, so. Aber ich weiß, wenn irgendwie alles schief geht und irgendwie alles nicht mehr funktioniert, so, ich bin so wenig attached zu irgendwelchen physischen Dingen, dass ich einfach sagen kann, okay, wenn alles schief geht, so, rufe ich meine Mama an, penne bei ihr auf dem Sofa, hole mir einen 450-Euro-Job und kann davon klarkommen und kann wir von vorne beginnen. Und all die Learnings und all das ganze Wissen nehme ich natürlich mit, so. Und auf eine komische Art und Weise finde ich diese Vorstellung sogar eigentlich cool, so, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, so, ich habe früher mein Lieblingsspiel, was ich immer gezockt habe, war halt FIFA, und irgendwann warst du halt an dem Punkt, dass du so gute Spiele hattest und halt alle Meisterschaften gewonnen hast, und dann war es einfach hart langweilig. Und dann hast du wieder von vorne angefangen, hast irgendeine Viertligamannschaft genommen und hast gesagt, okay, komm, ich lege jetzt wieder von vorne los. Und das hat halt so eine Magie, dieses ich nehme halt all meine ganzen Skills und all meine, okay, ich weiß, welche Spieler gut sind und was ich machen muss und so, das nehme ich halt alles mit und kann dann halt wieder von vorne beginnen. Und selbst wenn jetzt alles weg ist, so, dann würde es mich natürlich erstmal irgendwie schocken, aber dann denke ich mir, okay, kann ich mir alles wieder neu aufbauen, und dann ziehe ich halt zu Mama und mache irgendwie, leg bei Jack & Jones Klamotten zusammen, habe ich irgendwie mit 20 auch schon gemacht, und ist jetzt auch nicht so schlimm, und kann mir halt wieder von vorne irgendwie nochmal so einen Neustart machen. Dementsprechend nimmt das so viel Druck, weil ich weiß, alles, was jetzt da ist, ist richtig geil, aber wenn es nicht mehr da wäre, würde jetzt auch nicht die Welt untergehen. Ja, weil du dich nicht darüber definierst, ne? Du bist jetzt nicht dein Team, oder du bist jetzt nicht, keine Ahnung, den Revenue, den du jetzt machst, sondern du bist dein Knowledge, dein Wissen, was dir kein Mensch mehr wegnehmen kann. Und das Faszinierende ist ja, es gibt viele inspirierende, krass erfolgreiche Unternehmer, die
manche sogar 2-3 Mal auf Null geknallt sind oder heftige Schulden haben und die dann aber in kürzester Zeit, wenn du einmal raus hast, wie Unternehmertum funktioniert, in kürzer Zeit wieder da waren, wo sie vorher waren und dann 3-5 Mal so groß geworden sind. Und dieses Selbstbewusstsein, ich glaube, das hat man dann irgendwann als Unternehmer, dass man so, okay, ich kann, auch wenn es wieder auf Null gehen sollte, mit meinen Skills, mit meinem Knowledge, mit meinen Connections, mit meinem Netzwerk, wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit wieder dahin kommen, wo ich jetzt gerade bin. Total, absolut. Ich glaube, all die wirkliche Sicherheit, die liegt halt nicht außerhalb von uns, sondern die wirkliche Sicherheit, die liegt halt in uns drin. So, und das siehst du ja, gibt ja Studien darüber, irgendwie Leute, die im Lotto gewonnen haben, nach spätestens 2 Jahren haben die wieder genauso viel Kohle wie am Anfang und teilweise sogar irgendwelche krasse Schulden, weil sie halt nicht innen drin meistens die Grundlage gelegt haben, so, weil es halt dich einfach komplett überfordert. So, auf der anderen Seite, wenn du einmal ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hast, dann hast du drinnen die Grundlage und wenn das Ding weg ist, dann gibst du 2 Jahre Gas und dann hast du wieder was, glaube ich. Ja. Weil halt alles, was innen ist, wird halt auch langfristig außen. So, das heißt, die beste Investition, die du machen kannst, ist immer in deine eigene persönliche und deine eigene Weiterentwicklung und deine eigenen Skills, weil die gehören dir für immer so und da kann egal kommen, was wollen, die bleiben halt da. Ja, bin ich voll bei dir und ich glaube, das Ganze ist dann auch nochmal verstärkt, wenn du gebootstrapped hast und das quasi nur aus einem positiven Cashflow aufgebaut hast und immer größer wirst, dann weiß man auch entsprechend mit Ressourcen, auch mit finanziellen Mitteln umzugehen. Im Vergleich dazu ein Startup, wo ich dann ja auch länger mal gearbeitet habe in Berlin in verschiedenen Startups, die einfach eine krasse Burnrate hatten, weil die überhaupt kein Verhältnis mehr zu dem Venture Capital hatten, was sie dann von außen bekommen haben, das Geld, und genauso schnell war es dann auch immer auf Null. Ja, verstehe ich voll. Wer ist dein Vorbild in Sachen Business? Ui, das ist eine schöne Frage. Es ist spannend, dass du es jetzt gerade fragst, weil ich habe jetzt, eigentlich meine Standardantwort wäre ganz klar Gary Vaynerchuk. Riesentyp, feiere ich total und so weiter. Und finde ich auch nach wie vor immer noch absolut großartig. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt vor einem Monat, habe ich für mich so irgendwie ein bisschen eine neue Welt aufgemacht, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und zwar, ich habe eigentlich gerade null Zeit für irgendwas. Ich ziehe mir gerade gar keinen Content rein, habe dann aber ein Hörbuch empfohlen bekommen und habe mir jetzt alle 3 Hörbücher nach reingezogen. Habe jetzt, glaube ich, in den letzten Monat 30 Stunden Hörbücher gehört, obwohl ich eigentlich keine Zeit für irgendwas habe. So. Und daran sehe ich, wie wichtig das mir das gerade ist. Auf Audible. Genau. Mhm. Und das ist Stefan Mehrath. Ich weiß nicht, kennst du ihn? Nee. Großartiger Typ, du musst dir das reinziehen, Markus. Alter, er hat 3 Bücher. Das erste, was ich mir angehört habe, ist Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und dieses Buch bringt nochmal perfekt die ganze Philosophie, die eigentlich eh schon hier am Start ist, die bringt die nochmal so, so krass perfekt auf den Punkt. Weil er sagt so, ein Unternehmen hat genau 2 Daseinszwecke. Der erste Zweck ist, erschaffe einen Mehrwert für deine Kunden. Und der zweite ist, erschaffe in Zukunft noch einen größeren Mehrwert für deine Kunden. Und er lässt solche Dinge wie Gewinn erzielen, Shareholder Value, Arbeitsplätze schaffen, lässt er komplett raus, weil er sagt, okay, das sind alles Dinge, aber das sind nur ein Mittel zum Zweck. Das ist nicht dein Hauptfokus, sondern dein Hauptfokus ist es immer, den Mehrwert für den Kunden immer weiter zu vergrößern. Und das funktioniert natürlich nur, und deswegen heißt das Buch auch so, wenn du dir die richtigen, zu dir passenden Leute aussuchst. Es geht nicht darum, irgendwie einen Value für jeden zu erschaffen, sondern einen Value für Menschen zu erschaffen, die du liebst. Und er sagt wirklich, er nimmt diese Emotionen so krass, er sagt, Liebe zu den Kunden ist die wichtigste und wertvollste Emotion eines jeden Unternehmers, weil wir den Großteil unserer Power halt aus dem Unterbewusstsein nehmen. Jeder weiß das irgendwie, weiß ich nicht, 10% Bewusstsein, 90% Unterbewusstsein von der Kraft. Ich kenne die genauen Zahlen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber jedenfalls, wenn wie ein klassisches Unternehmen sagt, okay, wir wollen einen Mehrwert für unsere Kunden erschaffen, und das dann das Bewusstsein, das hat irgendwie 10% Power. Aber das Unterbewusstsein sagt, naja, wir sind ja eigentlich ein Business, wir wollen echt Kohle verdienen, ich will am Ende des Monats möglichst viel irgendwie Asche auf dem Konto haben, um mir dann den Porsche zu kaufen. So, dann 90% unser gesamtes Unterbewusstsein rennt in eine ganz andere Richtung. Ist klar, dass wir dann gar keinen wirklichen Value für unsere Kunden erschaffen. Wenn wir allerdings uns die Kunden raussuchen, zu denen wir so eine starke Emotion verspüren, dass wir sagen, Alter, die Leute sind uns so krass wichtig, dann ist sowohl unser Bewusstsein als auch unser Unterbewusstsein in place. Weil jeder kennt das zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, Geschwistern so, die wir lieben, da ist automatisch irgendwie die Richtung klar. So, da sagen wir nicht, okay, Bewusstsein hier, Unterbewusstsein da, sondern da ist die Richtung klar. Und er macht in dem Buch zum Beispiel mit dem, ist so ein bisschen anhand einer Geschichte aufgebaut, auch sehr, sehr unterhaltsam, macht er mit ihm so eine Meditation und sagt, okay, stell dir vor, da ist jetzt ein Raum und da sind alle Menschen, die dir jemals in deinem Leben wichtig waren.
Und dann ist da so eine Tür, du gehst durch diese Tür durch und dann drei Leute kommen mit dir mit. So, du beeinflusst nichts, kommen drei Leute mit dir mit. Und das sind dann die drei Leute, die drei Menschen, die ihm am allerwichtigsten in seinem ganzen Leben waren. Das ist irgendwie seine Schwester, sein bester Kumpel und irgendwie noch jemand. Und da ist dann quasi der Ratschlag, such dir Kunden aus, diese drei Menschen sind. Im Idealfall sind sogar diese drei Menschen deine Kunden, weil dann hast du ein Unternehmen, wo du komplett steil gehen kannst, weil du die genau für dich perfekt passenden Menschen rausgesucht hast. Und das ist ja generell eine Sache, die irgendwie eh bei all dem, was wir machen, immer schon mitschwingt. Aber das hat es für mich nochmal so krass auf den Punkt gebracht, dass ich sagen muss, Stefan Mehrert, krasser Typ, sollte jeder, der irgendwie ein Business startet, absolut gelesen haben. Drei Bücher hat er jetzt. Mit dem dritten fast am Ende. Bärenstark. Krass. Danke, dass du rausgehauen hast. Verlink das auf jeden Fall in den Shownotes. Und gerade bei uns Online-Unternehmern ist ja manchmal so die Gefahr, dass man sich dann über die Zahlen, die Statistiken definiert, über die Likes, die Follows, die, keine Ahnung, Libsyn, Podcast-Statistiken und so. Und was mir immer total hilft und wofür ich dann auch so dankbar bin, ist, dass wir diese Live-Events haben, wo man dann doch echte Menschen trifft, die vor dir stehen und wo man dann so das Gefühl hat, du veränderst wirklich ein Leben oder berührst da jemand aus Fleisch und Blut mit einer Historie. Und das geht sonst manchmal verloren, wenn du dann nur die Zahlen hast. Oder so wie jetzt bei uns zum Premium-Kurs von der Academy haben wir eine eigene exklusive geschlossene Gruppe aufgesetzt, wo sich dann jeder vorgestellt hat. Und das sind so heftige Lebensgeschichten, wo ich dann Gänsehaut beim Lesen bekommen habe und dachte so, wow, dafür machst du das. Dafür wirklich opfern Feli und ich uns gerade wieder 24/7 auf, obwohl der Kurs komplett kostenlos ist, denen die geilste Experience ever zu geben und wirklich jeden da irgendwie durchzurocken und jedem das an die Hand zu geben, was er braucht, um sein eigenes Business zu starten. Und das ist so enorm wichtig, ne, dass man sich immer wieder klar macht, da sind Menschen vor dem Bildschirm bei den Sachen, die du kreierst, und die stecken auch verdammt viel Hoffnung in dich, die vertrauen dir, und entsprechend muss immer die höchste Maxime sein, Mehrwert für andere zu geben und einfach diese Menschen zu befriedigen und denen das zu geben, was sie brauchen. Das ist so geil, dass du das sagst, weil ich unterschreibe es echt zu 1000%, weil das ist für mich so der Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Wenn du halt immer auf die Zahlen schaust, dann denkst du, okay, so und so viele YouTube-Abonnenten, geil, können schneller gehen, Podcast könnte auch irgendwie krasser vorangehen. Aber wenn du dann wirklich mal irgendwie ein Event machst oder ein Meetup machst oder was auch immer, dann merkst du, jetzt fällt da die Feuerwehr vorbei. Ja, nicht schlimm. Direkt neben der Charité und hier ist immer eine Menge Action auf jeden Fall. Hier in Brasilien war den ganzen Tag Feuerwerk heute Morgen schon. Ich weiß auch nicht warum. Geil. wenn du nämlich wirklich diesen Draht suchst und nicht sagst, okay, ich so und so viele Kommentare, so und so viele Abonnenten, so und so viele Follower und so weiter, sondern wirklich diese Gespräche führst, dann brauchst du nur drei Stück oder so. Drei Leute, die dir sagen, Alter, ich bin genau in dem und dem vorangekommen, und es verändert für dich alles. Es ist viel kraftvoller, als irgendwie hunderte von irgendwelchen Zahlen dir reinzuziehen, weil wir nicht den Bezug herstellen können. So, wir können einfach von unserem Kopf her, wir sind einfach soziale Wesen, wir können nicht diesen Bezug herstellen von 4823 Podcast-Downloads zu, das hat Menschen geholfen. So, das ist irgendwie, wir können vom Kopf verstehen, aber wir können das nicht fühlen. So, wir denken, okay, ist eine Zahl, geil. Und Podcast ist ja auch das undankbarste Medium, was du machen kannst. So, du kriegst kein Feedback von irgendjemandem. Dementsprechend ist das halt einfach schwer. Deswegen ist echt da so mein Take, irgendwie den Draht suchen, Events veranstalten, auf andere Events gehen, und dann wirst du halt so krass beflügelt in dem, was du machst, weil du einfach merkst, da sind wirkliche Menschen dahinter, denen das wirklich krass hilft. Ja, und das pumpt dich dann auch wieder auf, Vollgas zu geben und einfach immer weiter durchzurocken, auch wenn du alleine jetzt hier vor deinem Computer stehst, das Mikrofon ist da, ich habe alles abgedunkelt, ich schwitze gerade wie Sau, nur damit der Ton besser ist, aber wenn du dir dann die Leute vorstellst, die das hören und die dann hoffentlich Mehrwert davon haben, ist es jede Sekunde wert, jede einzelne Sekunde, ne? Ja, Mann, voll. Und mir wird ein Bild, glaube ich, auch nie mehr aus dem Kopf gehen. Das war dieses Jahr bei Tobias Beck auf der Masterclass of Personality. Da haben Feli und ich mitgemacht, haben uns dann so ein paar Leute erkannt. Und ein Mädel kam dann auch in der Pause zu uns und die ist in Tränen ausgebrochen und konnte erstmal 2-3 Minuten nicht mehr sprechen. Und wir dachten so, was ist denn jetzt los? Und es hat sich so viel bei ihr in ihrem Leben dank unserer Events und der Community verändert, dass sie einfach nur mal gerne ihre Dankbarkeit rüberbringen wollte. Und ich war selber dann in Tränen ausgebrochen und bin nicht mehr klargekommen den ganzen Tag, und erinnere mich immer wieder jetzt an diese eine Frau.
Das ist halt heftig krass. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich krass, was wir für ein Potenzial haben, für eine Möglichkeit haben. So, und ich, das vielleicht auch nochmal an jeden, der jetzt gerade zuhört und sagt so, ja, okay, und Markus und Feli machen riesen Events und so, die, bei denen geht das ja und die bewegen hier Menschen. Ich glaube, das kann halt jeder machen. Ich muss auch dazu sagen, so, ich bin halt selber, das erstaunt mich irgendwie immer wieder, ich bin jetzt vor 4 Jahren mit meinem eigenen Business gestartet. So, das ist jetzt auch noch nicht so lange her. 4 Jahre ist jetzt nicht ewig und inzwischen bin ich halt voll integriert in diesem ganzen, in dieser ganzen Welt irgendwie und jetzt auch besonders durch die APC natürlich und gefühlt, ich kenne halt alle Leute und bin mit allen am Start und das ist in nur 4 Jahren, so, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich lange, was da irgendwie geht, so, das vielleicht auch nochmal als Motivation an jeden, der jetzt gerade am Starten ist. Also ich glaube voll, wenn du 1-2 Jahre voll irgendwie reingehst und am Start bist und netzwerkst und so, dann kannst du dir schon so ein riesen Ding aufbauen und kannst, du kommst halt wirklich, wenn du ein bisschen auf Zack bist, kommst du wirklich, finde ich, noch sehr, sehr schnell in diese ganze, in diese ganze Community rein. Das ist echt der Wahnsinn. So, wenn ich teilweise Leute sehe, denke ich, okay, habe ich letztes Jahr zum ersten Mal irgendwo gesehen und jetzt sind die schon mit dem und dem am Start und haben schon fette eigene Produkte und sind da am Gas geben. Und dann denke ich mir so, Alter, das ist in einem Jahr jetzt passiert. Und das siehst du halt immer wieder. Ja, immer wieder. Und ich habe gestern auch erst ein super inspirierendes Video gesehen vom dem Autor von Der Mensch, der seinen Ferrari verkauft hat, Robin Sharma. Super inspirierender Kerl. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf das Video von Robin Sharma? Ich weiß nicht. Ja, genau, auf das Video von Robin wollte ich hinaus. Habe jetzt aber gerade vergessen, was ich dazu sagen wollte. Komme ich gleich gleich wieder drauf. Hatte nämlich noch einen zweiten Gedanken im Kopf. Vielleicht bin ich deshalb so verwirrt. Und zwar von deinem All-Time-Favorite Gary Vaynerchuk. Der hat auch mal einen super inspirierenden Post auf Medium rausgehauen, wo er gesagt hat, One is greater than zero. Ja, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, gibt's, was dahinter steht. Genau. Und das ist halt genau an jeden gerichtet, die du gerade jetzt auch angesprochen hast. Ah, jetzt fällt mir auch die andere Story wieder ein. Erzähl ich gleich. Dass selbst wenn du ganz am Anfang stehst und du hast vielleicht so 15 oder 20 Podcast-Hörer pro Folge, sobald du einen einzigen Menschen erreichst und Mehrwert für einen Menschen stiftest und der eine Mensch vielleicht einen Mini-Takeaway hat in einem Nebensatz von dir, hat sich das alles schon gelohnt. Der ganze Aufwand war es wert. Das ist so krass. Und vor allem, was ich auch nochmal unterstreichen will, ist, in der heutigen Zeit ist es, hat jeder Mensch eine gewisse Reichweite. Jeder Mensch hat irgendwie eine Reichweite. So, früher gab es irgendwie die krassen Fernsehstationen, die hatten die Reichweite und alle anderen waren so normale Konsumenten. Und heutzutage hat jeder ein Facebook-Profil mit 324 Freunden, jeder ist irgendwie auf Instagram unterwegs, so, jeder hat eine gewisse Reichweite. Das heißt, das merke ich auch jetzt gerade nochmal so krass, wenn du es schaffst, für einzelne Menschen, auch wenn es nur wenige sind, einen krassen Wert zu erschaffen, dann spricht sich das rum, weil die haben die Reichweite, die erzählen dann irgendwie online, machen einen Facebook-Post, sharen was von dir und sagen, boah, voll cool, habe ich eine Menge draus gelernt und so weiter, quatschen mit ihren Leuten so. Und das spricht sich halt einfach so krass rum. Das ist, was Gary Vee immer sagt. Everybody is a media company. Jeder hat eine gewisse Reichweite. Das heißt, gute Dinge sprechen sich viel schneller rum, aber natürlich auch schlechte Dinge. Wenn wir jetzt Scheiße machen und irgendwie Leute abzocken und irgendwelche crappy Produkte verkaufen, so, dann spricht sich das auch rum. Das heißt, eigentlich belohnt die heutige Zeit Menschen, die wirklich mit einer guten Intention ein Business machen und bestraft Menschen, die irgendwie mit einer schlechten Intention unterwegs sind. Das finde ich einfach eine geile Sache. Ja, richtig geil. Weil jetzt gibt's die ganzen Gatekeeper nicht mehr, die irgendwas verwischen können oder Spuren beseitigen können, was sie eigentlich für Mist gemacht haben. Das Internet ist da, ist transparent und so weiter. Irgendeiner was aufdeckt und du hast wirklich Scheiße gebaut, dann bist du in Deep Shit, wie der Gary Vee sagen würde, ne? So ist es. Dann bist du wirklich in Deep Shit. Und bei dem One is greater than zero Konzept ist auch noch das Geile, glaube ich, davon abgeleitet. Wenn du was raushaust, ein Video oder ein Blogpost oder ein Podcast und es 1500 Menschen finden den scheiße, aber ein Mensch hast du damit geholfen, dann wäre es ein Disservice an deiner Community und an der Menschheit, diesen Post nicht rauszuhauen, weil du dadurch einen Menschen hilfst und scheiß auf die ganzen Hater und auf die ganzen negativen Menschen, die eh da sind. Haters gonna hate, das wirst du nicht ändern können. Voll, so krass. Und ich habe letztens, ich weiß gar nicht von wem, aber irgendwo habe ich das gehört, wenn du ein gutes Produkt hast und das nicht rausgibst, weil du Angst vor negativem Feedback und so weiter hast, dann ist das unterlassene Hilfeleistung und das ist strafbar. Ja. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich fand es großartig. Genau so sehe ich das auch. Wirklich, weil darum geht's ja. Es gibt 6 Human Needs und die 2 größten sind Growth und Contribution, also Wachstum und was beitragen. So, und wenn du nicht beiträgst, wenn du nicht contributest,
dann hilfst du auch nicht der Menschheit. Und dann hast du hier auf der Erde auch nichts zu suchen. Von daher sind das alles, ja, gilt das alles nicht, wenn du sagst, ich habe Angst vorm Shitstorm oder was sollen die anderen von mir denken. Du musst raus damit, du musst createn und du musst growen. Und das sind so unsere Grundbedürfnisse. Und jetzt nochmal zurück auf Robin Sharma. Ich glaube, weil du hattest gesagt, es gibt viel zu wenig Leute, die rausgehen, oder es ist noch relativ einfach, jetzt in kürzester Zeit, du in 4 Jahren, du sagst in 2 Jahren, glaube ich auch total fest dran, kann man sich eine riesen Audience aufbauen, oder bei deiner Freundin Kathi sieht man ja gerade auch ganz gut, wie die durch die Decke geht, weil es gibt in der heutigen Zeit, das sagt auch Tobi Beck immer, es gibt zu wenig Leader, es gibt zu wenig Leute, die nach vorne gehen. Es gibt zu wenig Leute, die klare Kante beziehen. Es gibt zu wenige Leute, die Schnauze aufmachen, weil die alle weich gewaschen sind und verängstigt sind durch die Medien, durch dein Umfeld, durch die Erziehung, durch die Eltern, durch die Lehrer. Und wir leben wirklich in so einer Mimosengesellschaft, wo die meisten aber nichts dafür können. Aber wenn du dann derjenige bist, der rausgeht, der den Content erschafft, so wie du, jeden Tag, dann ist da richtig viel Platz. Und wir leben eh in völliger Abundance. Also es gibt keine Competition. Wir sind zum einen eh alle connected. Wir sind eins und es ist von allem genug da. Wir leben im völligen Überfluss. Das heißt, die Welt wartet nur darauf, dass du nach vorne gehst und deine Message rausträgst. Bam, so wertvoll, ey. Und ich musste da mal ganz kurz den Tobi reinholen, weil er ist für mich so mit das perfekte Lernbild irgendwie, weil wie du es gesagt hast, er geht raus, er macht auch die Klappe auf, er sagt, okay, das sind Dinge, die mir wichtig sind, aber vor allem, was ich auch so stark finde, und da muss ich auch sagen, sein jetziges Interview bei der LPC ist nochmal irgendwie einen krassen Ticken tiefgründiger als das, was wir letztes Jahr gemacht haben. Er bringt das aber auch einfach mit einer Liebe fast schon, ey, ich bin nicht dazu da, um dir hier auf die Fresse zu hauen, sondern ich will dich ein Stückchen positiv wachrütteln und will dir zeigen, wie viel irgendwie eigentlich geht. Und ich mache das für dich und nicht gegen dich. So, und das bringt er, diese beiden Pole ein Stück weit bringt er so perfekt zusammen. Und das glaube ich, warum einfach da gerade ein Riesenhype drum ist. Ich habe gestern bei uns in unserer Facebook-Community, in der Awesome People Family Gruppe, habe ich einen Post gemacht und habe gefragt, so einfach mal in die Runde rein, Leute, auf welches Interview freut ihr euch bei der LPC am meisten? So, und halt alle, wir haben halt wirklich halt krasse Leute, Christian Bischoff dabei, Laura Seiler dabei, Baha ist dabei, Dirk Kräuter und so weiter. Tobi hat mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Ja, Tobi ist einfach geil. Und also ich glaube, das geht aber auch nur, wenn du 1000 Millionen % authentisch bist. Und ja. Philly und ich sind da mittlerweile Freunde von Tobi geworden und waren jetzt auch schon bei ihm in Limburg und so und haben regelmäßig über WhatsApp Kontakt. Und der ist einfach so. Der ist 1 Million so wie er, wenn die Kamera an ist, das Mikrofon an ist. Und wenn es aus ist, ist kein Unterschied. Er lebt wirklich das. Also er preacht nicht, sondern er lebt das vor. Und das ist ja genau deshalb hat er so viel Erfolg, weil genau solche Menschen braucht es gerade in dieser heutigen Zeit, wo viele Leute sehr, sehr negativ eingestellt sind und sich unterbuttern lassen und einfach nur in völliger Angst leben. Absolut, voll. Ich habe auch einen Ausschnitt gesehen von dem Interview mit Tobi. Wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Was mir aber auch hängen geblieben ist, sind seine grünen Socken, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwelche bunten Socken in dem Video. Und du bist aber auch ein Typ, der immer krass gestylt ist. Also du hast ja echt eine ganz gute Verwandlung gemacht, so von dem, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, zu dem, der du heute bist. Hast du da irgendwelche Vorbilder oder Leute, an denen du dich orientierst? Ich muss ganz kurz nochmal zu dem Punkt mit den grünen Socken, muss ich kurz eine Story erzählen, das war so witzig. Wir waren gerade am Starten von dem Interview und irgendwie schon vorher irgendwie 5-mal rumgefeixt und Tobi hat irgendwelche lustigen Sachen erzählt. Jedenfalls, wir fangen dann halt an. Er hat sich vorher noch aus der Bar eine Bionade genommen, Bionade Ingwer, glaube ich, oder sowas, ich weiß nicht ganz genau. Und jedenfalls, wir fangen dann an. Ich sag Intro, Tobias Beck ist dabei. Er nimmt einen Schluck parallel aus der Bionade, setzt den ab, dann fällt ihm auf, dass die Flasche der Bionade die gleiche Farbe hat wie seine Socken, freut sich wie ein Schulkind und alle liegen komplett in den Sitzen. Wie Tobi meinte, ach ja, das sind Erschienen, nee, er wollte raus. Oh, wie geil. Einfach schön. Ich feier ihn. Zurück zu deiner eigentlichen Frage. Ja, du bist ja uns dein Nomad. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Ne, irgendwie,
irgendwie, das kommt so aus mir raus. Ehrlich gesagt, da denke ich auch nicht wirklich nach so, sondern keine Ahnung, die Sachen, die ich irgendwie cool finde. Ich mag es auch so ein bisschen halt aufzufallen. Ich habe ja jetzt meine neueste Neuerschaffung sind gelbe Sneaker und die feiere ich hart. Ich trage fast jeden Tag die gelben Sneaker, weil ich sie einfach liebe. Und irgendwie, weiß ich nicht, das macht so Spaß. Auf der einen Seite irgendwie zu sagen, so, ey, und irgendwie, lass mal hier irgendwie was Cooles erschaffen, so, aber auf der anderen Seite halt immer wieder diese spielerische Komponente und die kommt da vielleicht auch durch. Und ich glaube, die ist halt super witzig. So, wenn wir jetzt irgendwie Team-Meetings haben, wir haben jetzt vorgestern halt neuen Praktikanten für die LPC mit dabei. Und da saßen wir halt hier gefühlt den halben Tag um den Tisch und haben halt erstmal einfach uns kennengelernt und irgendwie Faxen gemacht und so. Und ich glaube, das ist halt für eine Teamkultur super wichtig, dass du halt nicht nur auf der einen Seite sagst, okay, wir können hier straight miteinander arbeiten und sind alle produktiv, sondern es macht auch noch Spaß und wir nehmen uns auch selber ab und zu mal nicht zu ernst und machen auch irgendwelche lustigen Sachen, weil das ist halt, das macht's halt auch so, weil ich glaube, keiner hat heutzutage mehr Bock, irgendwie in einem Unternehmen zu arbeiten, wo du halt mit Dresscode, Krawatte auf die Arbeit kommen musst, so, weil das ist halt, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Nee, null. Also wir schreiben sogar bei uns auch in die Stellenausschreibung, dass man sich selber nicht zu ernst nehmen soll oder darf, weil wir es auch nicht tun. Und das ist auch so eine von unseren Company Values, dass wir uns selber nicht ernst nehmen oder zu ernst nehmen und dass wir niemals den Spaß an der Arbeit vergessen, so, weil Spaß ist immer total wichtig. Und sobald ich merke, da ist irgendwo ein bisschen Tension drin auf Slack oder bei irgendeinem Task oder so, gehen wir direkt auf den Skype-Call und gucken, dass wir wieder Spaß in die Sache reinkriegen oder machen für heute Schluss oder sowas, weil nur in diesem Flow-Zustand, wenn es dir wirklich gut geht, bist du in deiner völligen Schöpferkraft und dann passieren erst geile Sachen in deiner Company und nicht unter Druck oder Verträgen oder NDAs oder was auch immer, sondern wirklich, wir haben völlige Transparenz, wir lassen jeden bei uns auf Active Collab in alle Projekte gucken, jeder sieht, was der andere macht und das ist auf jeden Fall eine viel bessere Company Culture, als unter Druck irgendwas erschaffen zu wollen, weil die Leute springen dann eh ab. So ist es. Ich muss dazu eine kurze Story erzählen. Ich weiß gar nicht, kennst du den Philipp Siefer von Einhorn? Den haben wir jetzt auch bei der LPC dabei. Mhm. Der ist ein großartiger Typ. Weil was ich so krass finde, die haben halt wirklich eine richtig heftige Kultur. Bei denen ist es so, jeder Mitarbeiter kann sein Gehalt selbst festlegen. Jeder Mitarbeiter kann sagen, okay, ich habe gestern irgendwie zu tief ins Glas geguckt, ich komme heute nicht in die Arbeit, ich komme morgen wieder, so ohne dass es negative Konsequenzen gibt. Kann jeder einfach machen, kann sagen, ich brauche dieses Jahr so und so viel Urlaub. Das heißt, die behandeln ihre Mitarbeiter wirklich wie Erwachsene. Und was er sagt, wenn du Leute wie Erwachsene behandelst, dann benehmen die sich auch so. Und dann funktioniert die ganze Geschichte, weil jeder sagt, okay, dann zahlen die sich halt 10.000 Euro aus und dann ist alles irgendwie Halligalli. Nee, jeder weiß, dass er einen coolen Arbeitsplatz hat und der will den Arbeitsplatz saven. Und wenn sich jeder jetzt 10.000 Euro auszahlt, so, dann funktioniert es nicht mehr und dann gibt's in zwei Monaten keinen Job mehr. So, das heißt, dem ist sich jeder bewusst. Jeder Mitarbeiter bis zum Praktikanten, jeder Mitarbeiter kennt den Kontostand des Unternehmens. So, finde ich auch super krass, weil warum auch nicht? So, warum auch nicht? Warum sollte nicht jeder Mitarbeiter wissen, was gerade genau die Situation ist? Weil dann kann er nämlich wirklich in eine Selbstverantwortung kommen und kann wirklich sagen so, okay, ey, ich handle im besten Interesse des Unternehmens. So, und das, finde ich, macht nochmal irgendwie eine komplett andere Richtung als so dieses ganze klassische, okay, hier, du musst dir das absegnen lassen und besprichst mit deinem Vorgesetzten. Und ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß, ey. Nee. Und die Leute wenden sich auch von so Unternehmen ab und die haben einfach keinen Bock mehr drauf und die wundern sich, warum sie keine Talente mehr bekommen. Also es ist echt schön, dass gerade alles im Umbruch ist. Es macht so viel Spaß, da Teil von diesem Umbruch auch zu sein und zu merken, so dass du mit diesen alten Methoden nicht mehr weiterkommst. So. Und das gibt mir auch Hoffnung für die Zukunft, wo viele Leute sagen so, ja, wir sind gerade in so schlimmen Zeiten und Krise und Flüchtlinge und was auch immer. Ich kriege eh nichts mehr mit, weil ich keine News konsumiere. Macht mir aber immer wieder sowas die Hoffnung, wie Baha ja auch sagt, wir sind einfach auf einem richtig guten Weg. Und das ist normal, dass jetzt gerade ein bisschen turbulent wird. Aber long-term setze ich immer die Liebe und das Gute und das Positive durch. Unterschreibe ich so krass, weil es ist echt, du siehst, klar, natürlich, vieles ist natürlich auch Brille irgendwie, wenn du selbst in der ganzen Bewegung drin bist, dann fallen natürlich solche Dinge auch viel stärker auf, so, aber irgendwie, manchmal wird es teilweise sogar ein bisschen zu krass und ich denke so, okay, die ganze Welt ernährt sich vegan, die ganze Welt macht ihr eigenes Ding und so. So ist es dann doch nicht, wenn du dann mal rauskommst und dann mal irgendwie in Berlin U-Bahn fährst oder so. Aber trotzdem, es passiert so viel. Ich glaube halt auch echt, dass jetzt, wie du gesagt hast, durch die Leader, die jetzt immer mehr kommen, glaube ich, sind wir auch an einem Punkt, wo vieles von dem immer mainstreamiger werden kann. So, ich sehe das bei Laura mega krass. Ich habe mich letztens mit Laura wieder getroffen und ich sehe Laura Seiler sehe ich als die Person, die
die erste sein wird, die wirklich dieses Bewusst-Leben-Thema wirklich mainstreamig werden lässt. So. Und dann irgendwann in 5 Jahren oder vielleicht sogar in 3 Jahren ist jedes 16-jährige Mädel, anstatt dass sie sich jetzt irgendwelche Pranks auf YouTube anschaut, eben hört Laura Seilers Podcast. Und ich glaube, wenn wir das halt geschafft haben, dann ist es nur der Anfang so. Und dann kann viel mehr kommen, weil ich glaube, in der heutigen Zeit wollen Menschen wirklich irgendwie dieses Reale und wollen nicht mehr, okay, hier und wir machen uns alle was vor und allen möglichen Shit und gegeneinander und so, sondern wir wollen das Reale, wir wollen die gegenseitige Unterstützung, wir wollen etwas irgendwie, was sich für uns bedeutend anfühlt. Und ich glaube, da sind wir gerade auf einem richtig guten Weg. Ja, absolut. Ich kann es auch nur unterschreiben, gerade auch international kriegen wir immer mehr Aufmerksamkeit jetzt von anderen Communities, die einfach sagen, wir haben Bock auf Co-Createn und wir haben auch Bock auf Co-Createn. Und warum schließt man sich nicht zusammen für die Force of Good? Und das wächst gerade alles zusammen und ist einfach nicht mehr aufzuhalten von irgendwelchen anderen Gatekeepern, die das vielleicht früher noch verhindern konnten, dass Sachen Mainstream werden, die, wo es vor 10 oder 20 Jahren noch undenkbar war. Und das sagte auch Robin Sharma gestern in dem Video, was ich geguckt habe, dass er sagte, vor 10 oder 20 Jahren wären die Menschen noch nicht ready gewesen für diese Botschaften, die er da rausgehauen hat. Aber wenn ich jetzt mal gucke, wie weit allein schon 19, 20, 21-Jährige, 16-Jährige sind, die Zeit ist einfach reif und das gibt mir auch richtig viel Hoffnung für die Zukunft, dass wir doch noch irgendwie das Ruder rumreißen können, was gerade hier auf dieser Erde passiert. Das ist so krass, wie du es gerade gesagt hast, so was in so einer jungen Generation jetzt mittlerweile passiert. Wir haben jetzt für die IPC haben wir Adrian bei uns mit dem Team, der ist jetzt gerade 19, ist gerade mit Abi fertig geworden, hat die komplette technische Abwicklung der IPC gemacht, hat das ganze Equipment zusammengestellt und noch irgendwie ein paar tausend Euro in irgendwas investiert, er hat alles rausgesucht. Ich weiß nicht mal, was wir alles an Geräten gekauft haben. So, er hat alles rausgesucht und hat alles perfekt funktioniert so. Und jetzt haben wir jetzt echt irgendwie 20, 21, 22-Jährige dabei. Ich bin jetzt 27, Wahnsinn. Ich denke schon, Alter, ich bin eigentlich schon sau alt irgendwie. Das ist irgendwie verrückt, das ist irgendwie hart verrückt, so was da wirklich für eine krasse Power in der Generation liegt, die jetzt irgendwie so alles Anfang 20 ist. Ja, absolut. Richtig. Macht richtig Spaß, auch mit der Generation zusammenzuarbeiten. Aber man muss sich noch ein bisschen umstellen. Also gerade ich jetzt, Jahrgang 77, werde dieses Jahr 40. Ich habe noch ganz andere Zeiten erlebt, als ich gearbeitet habe, wie da mit den Menschen umgegangen wurde. Das kannst du dir heute nicht mehr leisten. Die lachen dich aus und dann gehen die einfach woanders hin. Aber es ist ja auch richtig so. Es ist genau richtig. So soll es ja sein. Man muss sich ja um die Leute bemühen, dass sie Bock auf dich haben und auf dein Thema und nicht umgekehrt. Voll. Aber ich glaube trotzdem, um da vielleicht so ein bisschen gegenzurudern, trotzdem liegt, glaube ich, in allem liegt halt immer ein Geschenk. So vielleicht insbesondere für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie schon Ende 40 oder sowas, ich gehöre da jetzt nicht mehr zu den jungen Wilden dazu. Auch da ist wieder ein Riesenpotenzial, was natürlich die Kehrseite ist von, okay, die Welt steht uns offen, wir haben ein Riesenpotenzial, ist auch, okay, wir können uns nicht entscheiden, wir sind immer wieder am Zögern, wir sind die ganze Zeit irgendwie von außen beeinflusst, Social Media überall und so. Und da ist natürlich so eine gewisse Gelassenheit, wenn wir nicht mit dem Ganzen aufgewachsen sind, die wir in uns drin haben, tut halt auch super gut so, dass vielleicht an jeden, der jetzt sagt, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen schlechter bei weggekommen, so, ich glaube nicht. Ich glaube, in jedem liegt ein Geschenk und in jedem liegt aber auch immer eine Kehrseite der Medaille und es ist nur die Frage, worauf du dich halt fokussierst. Naja, klar. Also ich will nicht nochmal jetzt in die Schule gehen oder so. Ich meine, das ist war alles gut, so wie es gekommen ist. Und das ist, da vertraue ich auch völlig dem Universe. Das ist das Einzige, woran ich glaube, dass alles so passiert, wie es passieren soll. Und die Leute, die jetzt mit 16, 17 in der Schule sind, klar, haben die ganze Welt offen stehen und haben viel mehr Informationen zur Verfügung wie wir und sind viel bewusster schon unterwegs. Aber auf der anderen Seite haben sie dann auch viel mehr Herausforderungen und vielleicht noch einen viel größeren Druck auf dem Schulhof, wenn es dann um, keine Ahnung, Instagram-Follower geht. Und bei mir ging es dann früher um die 501, ob man da den roten Tab an der Jeans hatte oder nicht, wie ich das leisten konnte, so auf dem Schulhof. Ja. Wie viele verschiedene Projekte hast du jetzt mittlerweile unter deinem APC-Umbrella oder AP-Umbrella Awesome People? Es sieht nach außen immer wie so ein Riesending aus, wobei ich aber auch sagen muss, dass es sich innen drin gar nicht so sehr anfühlt, weil wir eigentlich fast immer eins nach dem anderen machen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie 5 Dinge gleichzeitig jongliert gerade, sondern schon der volle Fokus ist auf der Awesome People Conference. So klar, das ist so das Hauptding, das ist so das Flaggschiff. Wir haben jetzt im Sommer haben wir jetzt hier in Berlin Coworking Space aufgemacht, Awesome People Space. Markus war auch schon da und saß auf unserem roten Bobby-Sessel. Ja, sehr geil. Genau, das macht auch eine Menge Spaß und insbesondere natürlich jetzt so, ich
nutze das natürlich auch ganz egoistischerweise als meinen eigenen Workspace so, weil ich einfach merke, okay, zu Hause arbeiten macht im Vergleich dazu, wenn du dein eigenes Coworking Space hast, einfach gar keinen Bock mehr. So, ich bin nur noch hier und es ist halt voll schön, auch hier dann eine Community ranwachsen zu sehen und alle kommen rein und sagen, ach, es ist wie nach Hause kommen und das ist halt einfach schön. So, das ist so das, was auch noch gerade natürlich sehr, 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 sehr präsent ist. Und genau, ansonsten haben wir noch zwei verschiedene Kursformate, einmal Videokurs, die Awesome Formel und einmal unser quasi Event Offline Kurs Format Awesome People Days. Die sind beide jetzt allerdings, die haben wir jetzt Anfang des Jahres gemacht, so dass wenn wir jetzt dann, wenn es wieder irgendwie Richtung Frühling geht, wieder aus der Schublade rausholen, das ist eigentlich so eine temporären Dinge. Von daher ist eigentlich, ich liebe es, in Phasen zu arbeiten. Ich bin sehr, 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 ich bin so ein Launch-Typ. Ich mag es nicht gerne, alles läuft irgendwie parallel, sondern ich mag, okay, jetzt 4 Monate All-In Awesome People Conference, dann 2 Monate All-In auf den Kurs und Updaten und dies, das und neu und so. Und da so kann ich irgendwie gut operieren. Dementsprechend machen wir zwar viele Dinge, aber die meisten Dinge nacheinander und gar nicht so sehr gleichzeitig. Verfolgst du ein langfristiges Konzept? Sprich, hast du jetzt schon die nächsten Dinger für 2019, 2020 bis 2021 griffbereit in deiner Schublade oder wächst das Ganze immer sehr spontan und organisch bei dir? Es wächst sehr viel spontan. Also ich habe noch nicht, in Anführungsstrichen, noch nicht mal jetzt konkret fix, wie es im Januar weitergeht. Wir haben schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Allerdings ist da auch alles noch nicht spruchreif. Also viel läuft auf jeden Fall spontan und von daher kann ich jetzt nicht sagen, okay, 2019 kommt das. Wenn ich so zurückdenke, wir haben jetzt gerade November 2017, so im Januar 2016, also vor nicht mal 2 Jahren, kam erstmal überhaupt die Idee mit Awesome People Conference. Und das ist jetzt so das größte Projekt. Und wenn ich denke, okay, ich versuche etwas zu planen, was jetzt in 2 Jahren sein soll, wie soll ich das machen? Komplett unrealistisch so. Das geht halt gar nicht. Also ich bin froh, wenn ich so das nächste halbe Jahr ungefähr überblicken kann. Und dann reicht mir das aber auch an langfristiger Planung. Und ich weiß, dass dann halt auf dem Weg sehr, sehr viele spannende Dinge immer dazukommen. Und dementsprechend halte ich nicht so viel von so ultra langfristigen Dingen. Wann schläfst du und wie viele Stunden schläfst du pro Tag? Ehrlich gesagt, sogar eigentlich bin ich mit Schlaf gerade sehr happy. Im Schnitt eigentlich so 7,5, 8 Stunden jede Nacht. Gut, heute war es ein bisschen weniger, gestern ist sehr lang geworden, aber heute gehe ich früher ins Bett. Also Schlaf funktioniert gerade sehr, sehr gut. Zeitentechnisch nicht so überperfekt, meistens so irgendwie um 1 ins Bett und dann um 9 wieder aufwachen. So, das würde ich auch gerne noch ein bisschen früher verlagern, wo ich aber auch dazu sagen muss, insbesondere jetzt irgendwie Team und es geht viel ab. Sind mir aber auch diese Zeiten, wo ich halt wirklich ungestört an insbesondere strategische Dinge machen kann und die sind halt einfach ein bisschen easier zu machen, wenn das Space irgendwie leer ist und dann ist abends um 10, dann ist keiner mehr da und dann kann ich halt mich noch 2 Stunden hinsetzen und noch ein paar Sachen machen, ist für mich leichter, als das Ganze versuchen mit dem Tag unterzubringen, so von daher gehe ich da recht mit dem Flow und sage, okay, wenn ich durch bin für heute, dann gehe ich nach Hause, manchmal sitze ich bis 1, manchmal gehe ich auch schon eher nach Hause, ist sehr, sehr variabel. Genau, das ist so der Stand. Also ich bin da weitaus nicht so diszipliniert wie du mit hier jeden Morgen mit der Sonne und so. Und das ist, aber kann ja noch kommen. Ja, das sind auch manchmal Phasen, wo ich es dann nicht schaffe. Also man darf das auch alles nicht zu ernst sehen, weil sonst machst du dich selber kaputt und bist unglücklich. Ne? Das soll ja immer noch irgendwie positiv in dich und in den Tag einzahlen und nicht wie eine Obligation oder wie eine Verpflichtung anfühlt und dass du dich dann als Loser fühlst, wenn du es mal nicht schaffst. Morgens mit der Sonne aufzustehen oder deine 10 Liegestütze pro Tag zu machen. Total. Ich glaube, wir tendieren halt auch oft dazu, so dieses Phänomen von, ich habe 10 Sachen auf der To-Do-Liste, shit, ich habe nur 8 geschafft, der heutige Tag war der volle Fail, obwohl wir eigentlich 8 Sachen geschafft haben. Ne? Ich glaube, da muss man auch immer wieder sich ein bisschen daran erinnern, so, eigentlich läuft gerade ziemlich viel gut, auch wenn es natürlich noch eine Menge Optimierungspotenzial gibt, aber es läuft auch schon ziemlich viel gut. Und das kann man, glaube ich, immer wieder auch ins Gedächtnis rufen. Ja, das ist halt so ein bisschen der Fokus, das sagt auch Tony Robbins oder zum Beispiel Robin Sharma schon wieder gestern, ich habe echt viel mitgenommen aus diesem Interview, ich verlinke das mal in den Shownotes, dass der Mensch konditioniert ist, durch seinen Überlebensinstinkt von vor zigtausend Jahren sich auf das Negative zu fokussieren oder auf das menschliche Gehirn ist nicht dafür da, dich happy zu machen, das sagt immer Tony Robbins und Robin Sharma sagt, das ist halt aus ganz alten Zeiten, dass wir uns auf die Gefahr und auf das Negative fokussieren und völlig den Fokus darauf legen, um überleben zu können, wenn dann wirklich mal ein Tiger um die Ecke kommt.
Und das Ganze passiert heute nicht mehr. Es gibt keinen Säbelzahntiger mehr in Berlin, der um die Ecke kommt und dich auffrisst. Aber trotzdem ist das Gehirn leider immer noch so konditioniert, dass es sich erstmal an diese, auf diese ganzen negativen oder was könnte alles passieren, Szenarien fokussiert. Lustigerweise passieren 99% aller Dinge, die wir uns in unserer Fantasie ausmalen, passieren nicht und werden niemals zur Realität werden. Aber genau da liegt das Problem und da liegt dann auch die Stärke, zum Beispiel im Journaling oder Gratitude Journal oder Visualisierung oder Mindmovies oder was da alles gibt, um einfach mal diese positiven Sachen in dein Leben zu bringen. Absolut. Und was mir sehr viel Spaß macht, ist zu versuchen, solche einfach wundervollen Routinen, die so ein bisschen spielerisch rüberzubringen. Zum Beispiel, was wir im Space machen, wir haben eine Tafel an die Wand gestellt, das ist unser Dankbarkeitsboard. Mhm. Und jeder, der reinkommt, schreibt da was auf. Und dann siehst du, okay, wofür sind die anderen dankbar? Und so kann man sich gegenseitig so ein bisschen pushen und immer wieder, oh, habe ich heute schon was handgeschrieben? Nee, habe ich noch nicht. Was haben die anderen? Und so weiter. So ist es nicht so, oh, ich muss jetzt wieder mein Journal und shit, ich habe es jetzt zu Hause vergessen, sondern dadurch kommt so ein bisschen eine spielerische Komponente rein, die halt einfach eine Menge Spaß macht. Und jeder freut sich eigentlich, morgens zur Tür reinzukommen zu gucken, ah, okay, mal gucken, was hier schon ist. Ah, ja, spannend. Auch wieder was dran. Das ist halt ganz cool so. Ja, stelle ich mir auch voll spannend vor. Voll spannend. Würde ich auch gerne mal machen. Mitgucken, Mäuschen spielen. Weil, wenn ich mal bei Feli dann reingucken kann, in ihr Gratitude Journal, das ist total spannend. Ne? Man kann den Menschen ja immer nur vor den Kopf gucken und wir kennen uns ja schon echt richtig, richtig gut und würde sagen, wir sind seelenverwandt. Aber trotzdem ist dann immer mal wieder so eine kleine Überraschung, für was dann andere Menschen dankbar sein können. Kennst du vielleicht auch von dir und Kathi? Ihr seid ja jetzt beides auch Vollblutunternehmer und voll im Business. Kathi baut sich ja gerade auch selber massivs was auf. Wie funktioniert das denn so als Pärchen und Pärchenzeit und Zeit für Business? Habt ihr da klare Absprachen? Gibt es irgendwie Regeln, wann man über Business reden darf und wann nicht? Ich kenne das alles aus eigener Erfahrung. Das ist eigentlich, Es ist immer wieder ein Struggle, aber es ist auch viel besser als je zuvor. So, also ich bin der Meinung, wir kriegen es gerade eigentlich richtig, richtig gut hin, weil was für uns ein entscheidender Shift war, wir sind ja zusammengekommen und Kathi war quasi mit bei mir im Team quasi angestellt sozusagen. Und wenn du halt als Paar angestellt und Chef in Anführungsstrichen bist, ist schwierig. So ist einfach. Oh, das war einmal bei meiner ganz alten Agentur in Münster war das der Fall. Das war die Katastrophe. Da war der Chef mit einer Mitarbeiterin zusammen. Das ist wirklich, dann bist du, okay, abends um 10, shit, es muss noch das fertig gemacht werden, aber eigentlich haben wir gedacht, okay, wir gehen jetzt gemeinsam was essen, so, aber nee, und boah, das ist nicht so geil. Und jetzt, wo wir halt einfach jeder sein eigenes Projekt machen, Kathi jetzt dieses Jahr auch echt da voll am Anziehen ist und das Ganze läuft richtig, richtig gut, ist viel einfacher, weil wir halt auf Augenhöhe einfach kommunizieren, so, und dementsprechend gibt es auch nicht, du musst jetzt aber noch das und das machen, sondern jeder macht einfach seinen Scheiß, und wenn wir gerade Bock haben, um was zusammenzumachen oder uns auszutauschen, dann machen wir das. Und wenn wir sagen, nee, haben wir nicht, dann macht jeder seins und fertig. Und das hat einen großen Unterschied gemacht. Und außerdem, ich bin ein riesiger Fan von alles, was im Kalender steht, das ist real. Und alles, was nicht im Kalender steht, das ist nicht real. So, und auch, es klingt für viele jetzt ein bisschen unromantisch, aber wir schedulen immer, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt Freitag, haben ein Date, dann packen wir das in den Kalender. Weil wenn es im Kalender steht, dann wird es auch passieren. Sondern wir sagen, ah, okay, wir nehmen uns so viel Zeit, wie geht, dann kommen halt immer Sachen, unvorhergesehene Dinge und so weiter dazu. Und aus diesem Grund, sind wir da auch so ein bisschen strategisch und planen das und sagen, okay, ey, übermorgen nehmen wir uns von an und dann einfach Zeit. Und natürlich, jetzt erst wieder vor ein paar Tagen, wir waren abends gemeinsam essen so, und worüber haben wir gequatscht? Irgendwie über Instagram und über Facebook-Marketing. Und da sagt jetzt einer, ja, aber das ist doch irgendwie doof, weil ihr müsst doch auch mal Pärchenzeit haben. Und haben wir ja auch, haben wir auch absolut. Aber ich sehe halt keinen Sinn darin, wenn wir gerade beide irgendwas haben, was uns gerade interessiert, und wenn wir darüber quatschen wollen, dann zu sagen, so, nein, dürfen wir nicht, weil jetzt ist gerade Beziehungszeit. So. Dementsprechend gehen wir beide rein, und das ist halt das. Ich glaube, wenn du halt für dich etwas erschaffen hast, was dich wirklich begeistert, was dich catcht, so, dann kann man auch gar nicht anders. Ne? Ja, selbst wenn du versuchst, dich zu zügeln, so, dann sagst du, ey, stopp jetzt. Nee, wir wollen mal eben nicht darüber reden, okay? Dann ist so 1-2 Minuten Ruhe und dann weiß der andere aber genau, wie er den anderen wieder triggert mit einer geilen Business-Idee und ich springe da voll drauf an und ja, und ist alles vorbei. Aber es macht ja auch einfach so viel Spaß. Ne? Von außen sieht das auch immer so aus, es fällt uns gar nicht mehr auf. Aber wir waren jetzt so 6 Tage an einem anderen Kitespot, an der Kite-Lagune in einem Haus und haben natürlich unsere Arbeit mitgenommen. Das war kurz vorm Academy-Launch mit einem befreundeten Pärchen waren wir da und die sind nicht mehr klargekommen, wie viel wir arbeiten, in deren Augen. Aber wir merken das gar nicht mehr, weil, ja, wie du schon sagst, das ist einfach nur die Passion so und es macht mir überhaupt nichts aus, 0, wirklich 0,0 am Rechner zu sitzen und die ganzen Sachen zu machen.
Ich glaube, dann bist du auf einem guten Weg. Ja gut, also ich würde jetzt sagen, nicht zu 100%. Es gibt auch mal ein paar Phasen oder ein paar Themenbereiche, die sind dann nicht ganz so spannend. Aber ja, man lernt ja immer weiter. Und allein dieses Wachstum und allein diese Erfahrungen, die man dann macht als Unternehmer, die sind es dann auch wieder wert im Nachhinein. Auch wenn sich in der Situation selber das gerade vielleicht nicht so cool anfühlt. Total. Und das ist ja für dich auch wieder ein Stückchen irgendwie Fuel, Benzin, um da auch wieder reinzugehen und weiter zu optimieren. So, was ich bei mir ganz klar merke, ist, so seit ungefähr einem Jahr, seit der letzten Awesome People Conference, ist ein heftiger Shift, ein bisschen weg von, ich bin selber irgendwie derjenige, der im Operativen alle Sachen executed und jetzt insbesondere Projekt APC, wir sind jetzt 14 Leute, irgendwie, ich bin eigentlich fast nur noch damit beschäftigt, irgendwie Systeme zu erschaffen, irgendwie Grund und Boden zu kreieren, dass jeder bestmöglich da am Start sein kann, Wissen weiterzugeben, Einzelgespräche zu haben, Gruppengespräche zu haben und so, und dadurch verändert sich meine Tätigkeit total und ich bin sogar erstaunt, wie wenig ich jetzt mittlerweile an manchen Tagen wirklich am Laptop sitze, so klar, natürlich noch viel Laptop-Zeit so, aber sau viel ist auch einfach irgendwie Meeting und hier und Optimierung und Strategie und dies, das und so. Das macht mir halt auch einfach mega viel Spaß. Und vorhin hatte ich jetzt auch ein Podcast-Interview und da haben wir halt auch darüber gesprochen, so, Robert, ist die Digital Detox so, wie ist denn das? Und ja, klar, ich bin viel irgendwie am Screen, aber auch irgendwie viel weniger, als ich am Anfang gestartet bin, weil einfach meine Tätigkeitsbereiche sich mittlerweile einfach auch krass verändert haben. Und es hört nie auf, ne? Immer wenn du denkst, so, ich habe es jetzt gemastert, okay, wie geht das mit dem Team, Teamaufbau, Teamfit, Verhandlungen, keine Ahnung, Reichweite, diese Millionen Themen, die man als Unternehmer hat, dann poppt einfach, kannst du dir sicher sein, bald auch wieder Neues auf, wo du dann wieder voll rein musst und von null starten musst. Ja, okay, last but not least, du hast eben Facebook Live angesprochen. Würdest du Facebook Live schedulen? Vorschedulen auf Facebook und die dann announcen und versuchen, alle in das Event zu bekommen? Oder würdest du eher spontan starten, weil die eh nochmal als Replay ausgestrahlt werden? Jetzt hat mir gerade ganz kurz in der Verbindung gehangen, aber ich habe auch vom Kontext her deine Frage gerade nicht verstanden. Kannst du sie kurz nochmal stellen? Sorry. Okay. Für mich als Newbie im Thema Facebook Live stellt sich gerade eine Frage. Man kann ja sehr spontan mit Facebook Live gehen und das durchziehen und danach wird es ja dann trotzdem nochmal als Aufzeichnung in die Timeline von den Leuten gespielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja. Oder aber, was ich bei Tony Robbins gesehen habe, man kann ein Facebook Live auch schedulen, also ein Event dazu anlegen, um dann möglichst viele Leute dazu zu bekommen, bei dem Event zuzusagen und möglichst viele Leute dann direkt bei dem Live-Event quasi live mit dabei zu haben. Was wäre so deine Empfehlung an mich? Okay, jetzt ralle ich's. Ich weiß nicht, ob du das native in Facebook machen kannst. Es gibt halt so Tools, die habe ich auch schon genutzt, irgendwie so externe Software, wo du wirklich ein Event anlegen kannst und dann sehen die Leute, das ist der Countdown und so. Das machen wir halt immer zu, wenn jetzt irgendwelche großen Launches sind oder irgendwelche wirklich so, ey, jetzt machen wir irgendwie so ein bisschen Webinar-mäßig, dann macht das, glaube ich, schon Sinn, sowas anzulegen. Auf der anderen Seite, was ich aber auch total oft mache, ist, ich mache jetzt mittlerweile sehr viel Livestreamings auf Instagram und da hast du erstens diese Komponente halt nicht und zweitens, was ich halt mache, ich kündige es halt einfach vorher an. Ich mache am Tag vorher einen Post, erzähle es in der Story, promote es auch nochmal auf Facebook. Wir machen jetzt, witzigerweise jetzt direkt nach unserem Interview, 20 Minuten mache ich einen Instagram-Livestream und mache halt, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, Instagram hat jetzt so ein neues Feature released, was ich großartig finde, dass du halt jetzt die quasi einzelne Teilnehmer aus dem Livestream freischalten kannst und sozusagen mit denen skypen kannst und alle anderen können dabei sein. Cool. Und da machen wir jetzt so einmal in der Woche oder manchmal zweimal in der Woche, wenn ich dazu komme, so eine halbe Stunde irgendwie Business-Coaching. Die Leute stellen Fragen und stellen die halt aber nicht über die Kommentare, sondern ich schalte die frei, wir quatschen 5 Minuten hin und her und dann ist halt die nächste Person dran. Das ist halt viel interaktiver, allen gefällt es mega gut, ist halt sau spannend irgendwie, weil du normalerweise bei sowas halt einfach nicht dabei sein kannst, weil es halt eigentlich irgendwas Privates ist so und das macht halt eine Menge Freude. Also das kann ich jedem empfehlen, testet das mal aus, macht mal Instagram-Livestream, ladet da mal Leute ein, überlegt euch irgendwelche Formate und das kündige ich halt einfach an. Ich mache einen Instagram-Post heute Morgen, habe es gestern Abend in der Story angekündigt, habe es heute Morgen auch nochmal auf Facebook gepostet, ey, geht um 17.30 Uhr auf Instagram rüber und dann passt das, glaube ich, auch. Viele joinen spontan rein und so. Aber durch die Aufzeichnungsfunktion hast du ja den Großteil des Traffics hast du ja immer hinten raus. So ist halt nur wichtig, dass du parallel, während es halt stattfindet, irgendwie eine gewisse Masse dabei hast, dass es halt irgendwie Leben drin ist, dass es halt Spaß macht so. Und die meisten schauen aber natürlich dann trotzdem meistens die Aufzeichnung hinten raus an. Cool. Ich fuchs mich da mal rein in Ruhe. Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß bei dem Instagram Live. Wie ist dein Instagram, wie sagt man, Handle? Für alle. Einfach Robert Glaudenz, klein geschrieben, alles zusammen, Tipps bei Instagram, die Suche rein, ganz, ganz simpel, genau.
Kommt da gern vorbei, da gibt's immer spannende Dinge. Cool, alles andere haue ich in die Shownotes. Auf jeden Fall ganz nach oben kommt der Link zur APC 3. Die Folge geht versprochen auch vor dem 25.11. live, dass ihr kein einziges Interview verpasst. Danke, Robert, es war mir wie immer eine Freude. Es ist mega inspirierend, immer wieder mit dir. Und danke für deine Zeit. Alter Markus, ich hab es genossen. Die Stunde ist wie im Fluge vergangen. Ja. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal uns über den Weg laufen. Und ja, also euch beiden viel Erfolg. Und ich verfolge das natürlich auch immer sehr, sehr, weil ich einfach es auch, kann ich die ganzen Worte nur zurückgeben, so inspirierend finde, wie viel ihr da reist und was ihr alles auf die Beine stellt und wo ihr immer überall unterwegs seid und was ihr für Events macht. Das ist auch einfach Next Level Shit. Okay, danke, mein Lieber. Mach so weiter und bis bald. Lass dir gut gehen. Ciao, Mann. Jo, genau. Ciao. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de und connecte dich mit Tausenden von anderen Lifehackern und angehenden digitalen Nomaden. Und drittens, geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/news und trag dich in den kostenlosen Newsletter ein. Dort bekommst du meine 7 Erfolgsgeheimnisse und einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX in Berlin. Alle Infos zur DNX und das Programm findest du auf www.dnx-berlin.de. Peace and out.